Also das war schon so dramatisch für mich damals, dass ich seitdem vermeide, hier zu sein. Süß, gell? Ich glaube schon, dass Musik und das Musikmachen, dass das meine Berufung ist. Ich habe selber Fein noch nie gesehen. Oh mein Gott! Bam! Wow. Wie meine Großmutter ihr Ich verlor und ich dabei mich selbst fand. Wenn ich Kliniktage habe, dann läuft es normalerweise so ab, dass ich jetzt dann im Auto meinen Booker anrufe, weil das ist auch so ein Frühaufsteher. Und dann besprechen wir irgendwelche Veranstaltungs-, so Organisatorisches für Veranstaltungen. Und dann um 8 Uhr fange ich dann in der Klinik an, bis so um 4 oder 5 Uhr. Und dann rufe ich ihn wieder an und wir besprechen weiter. Heute ist einer von Sarah Straubs Kliniktagen. 7 Uhr morgens ist es. Sarah ist auf dem Weg nach Ulm. Gleich noch ein kurzer Stopp am Supermarkt für ein Frühstück to go. Hier in Gundelfingen wohnt sie, man kennt sie, allerdings als Musikerin. Und wo schaffst du da? An der Uniklinik in Ulm. Und was machst du da? Demenzabklärung. Ach, super. Genau. Ja, so nett. Die Dame kennt mich von der Musik, jetzt habe ich ihr gerade erklärt, dass ich eigentlich auch Psychologe bin, weil wir treffen uns manchmal in der Früh beim Bäcker und sie schenkt mir dann Karotten. Psychologie hat Sarah Straub studiert, ein bisschen auch zur Sicherheit, falls es nicht klappen sollte mit der Musik. Und dann kam der Tag, der ihr Leben verändern und dem Psychologiestudium noch einmal einen neuen Sinn geben sollte. Ortswechsel. Ellerbach, ein kleines Dorf im Landkreis Dillingen. Hier ist Sarah aufgewachsen. Weil ihre Eltern wenig Zeit hatten, hat sich ihre Oma um sie gekümmert. Sie war immer für sie da. Das ist wahrscheinlich der einprägsamste Ort meiner Kindheit. Hier stand früher eine Bank und meine Oma und ich haben die Sonntage damit verbracht, Autos zu zählen. Auch während ihres Studiums hat sie ihre Oma regelmäßig besucht, bis zu dem Tag, an dem sich alles ändern sollte. Sie ist hier die Treppe runtergefallen im Haus und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt und war seit dem Zeitpunkt schwer dement. Zu der Zeit habe ich in Regensburg studiert und habe dann versucht, für sie da zu sein, was natürlich schon aufgrund der Entfernung eine Herausforderung war und aufgrund meiner fehlenden medizinischen Kenntnisse. Es ging ihr ganz schlecht und keiner hat uns so recht helfen wollen. Das war schon eine schlimme Erfahrung, aufgrund dessen ich dann auch in den Beruf gegangen bin, damit es anderen nicht mehr so geht wie mir damals. Heute weiß sie, eine Hirnblutung, verursacht durch den Sturz, hat die beginnende Demenz bei ihrer 77 Jahre alten Oma verstärkt. Damals wusste sie nur, ihrer Oma ging es schlecht. Wann immer es ging, hat sie sie im Pflegeheim besucht, sie auch mal nach Hause geholt. Sie sieht das Haus und die Haustür und sagt zu mir, ich mache uns jetzt das Supp. Und sie hat vorher überhaupt nichts Sinnvolles gesagt. Und dann sagt sie diesen Satz, der war so typisch Oma. Das machte, oh mein Gott, was ist jetzt los? Es hat dann natürlich nicht funktioniert mit dem Suppe kochen, weil sie nicht mehr wusste, wie es geht. Aber dennoch war sie in dem Moment einfach endlich mal wieder glücklich. Also vielleicht sogar das einzige Mal nach ihrem Sturz, dass sie glücklich war. Dann aber musste sie wieder ins Heim zurück. Es war problematisch, weil sie dort nicht ankam. Also sie wusste nicht natürlich, warum sie dort ist. Sie kannte sich nicht aus. Sie wusste nur, es ist fremd. Und sie hat immer versucht, wegzulaufen. Sie war unfassbar unglücklich in diesem Heim. Und es war einfach keine Möglichkeit, von Heimseite sich um diese Frau ausreichend zu kümmern, dass die sich wohlfühlt. Man hat einfach immer nur versucht, sie einzufangen. Und sie wirkte wirklich fast verwahrlost mit der Zeit und einfach so unfassbar traurig. Ich habe immer versucht, sie so oft wie möglich mit nach Hause zu nehmen, aber es war für mich wahnsinnig anstrengend, weil sie komplett pflegebedürftig war. Ich habe sie gewaschen, geduscht wie ein kleines Kind und ich war Anfang 20 und wusste gar nicht, was ich da tue. Ja, und gleichzeitig musste ich ja auch die Trauer verarbeiten, dass ich meine Oma verloren habe. Ich hatte da wie ein kleines Kind neben mir, das war nicht mehr meine Oma.
Weil sie sich so hilflos fühlte und mehr wissen wollte über diese Krankheit, hat sich Sarah nach ihrem Psychologiestudium auf den Mensch spezialisiert, darüber promoviert und arbeitet jetzt an der Uniklinik Ulm. Die Demenzforschung ist so ein junges Gebiet, dass man natürlich schon weiß, es braucht einfach seine Zeit und die Mechanismen im Gehirn sind einfach noch nicht vollständig geklärt. Deswegen greifen auch Wirkstoffe, die man findet, noch nicht gescheit. Aber in 10 Jahren hoffentlich kann man die ersten Patienten doch heilen. Heute wird sie Befunde schreiben, an wissenschaftlichen Texten arbeiten. Auch eine Gedächtnissprechstunde hat sie eingerichtet für Betroffene. Filmen können wir dort nicht. Es wäre zu anstrengend für die Patienten, sagt die Psychologin. In der Demenzforschung arbeiten mehrere Fachrichtungen zusammen. Deshalb tauscht sie sich immer wieder mit Kollegen aus, etwa mit dem Neuropsychologen Professor Ingo Uttner. Festzustellen, ob jemand wirklich an Demenz leidet, ist nicht einfach. Zum einen braucht man dafür Aufnahmen des Kopfes. Das ist jetzt ein strukturelles MRT des Kopfes und das ist eine spezielle Sequenz, die quasi eine koronare Darstellung des Hirns erlaubt. Sie sehen, das Dramatische bei diesem Fall ist das Alter. Das ist eine Patientin bzw. ein Patient mit Anfang 30, wo eine Demenzerkrankung natürlich höchst selten ist. Aber gerade bei genetisch bedingten neurodegenerativen Erkrankungen sieht man auch mal einen Fall, der so früh beginnt. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Auch die schwere Betroffenheit schon in dem Alter, da würde man jetzt neuropsychologisch wahrscheinlich Verfahren ansetzen, die vielleicht sogar nicht mehr sprachbasiert sind, weil Sprachstörungen auftreten schon bereits in dem Stadium, dass man wirklich ganz basal kognitive Leistungsfähigkeit testet, weil die klinischen Einschränkungen in diesem Fall mit Sicherheit schon sehr groß sind. Also wenn ein Patient bei uns stationär ist, dann wird immer alles gemacht. Wir brauchen ganz umfassende diagnostische Maßnahmen. Dazu gehört eben das Bild vom Kopf, die neuropsychologische Untersuchung, dann auch eine Nervenwasseruntersuchung, wenn möglich. Natürlich verschiedenste Labortests, um dann wirklich ein ganzheitliches Bild zu haben. Denn manchmal ist das MRT unauffällig. Der Patient leidet aber unter Gedächtnisstörungen. Die können auch bei einer Depression auftreten. Weitere Tests sind nötig, etwa der DORS-Test. Bei dem wir Gedächtnisleistung untersuchen, wir zeigen eine Tür und dann müssen die Patienten sagen, welche dieser 4 Türen haben sie eben gesehen. Das wirkt jetzt erstmal wie eine ganz einfache Aufgabe, aber wir zeigen ganz viele Türen hintereinander. Das ist eine sogenannte Wiedererkennungsleistung, wo wir dann recht gut einschätzen können, ja, wie es um das Gedächtnis oder die Einspeicherung neuer Informationen bestellt ist. Und das ist eben ein Verfahren, das sprachunabhängig funktioniert. Mit diesem und ähnlichen Tests arbeiten Sarah und ihre Kollegen. Sie sehen die Patienten regelmäßig, beobachten, ob sich ihr Zustand verschlechtert. Typisch für Demenz. Auch bei Jüngeren, bei denen das oft erst sehr spät erkannt wird. Hausärzte oder auch niedergelassene Neurologen kommen mit solch seltenen Demenzerkrankungen wenig in Berührung. Und da kann es dann schon passieren, dass die Patienten lange, manchmal jahrelang von Arzt zu Arzt springen, bis mal jemand auf die Idee kommt, das als neurologisch einzuordnen und dann auch eben ein Bild vom Kopf zu veranlassen. Ja. Viele Patienten, die so jung an einer Demenzerkrankung, haben eher psychiatrische Symptome am Anfang und dann werden die natürlich auch beim Psychiater vorstellig. Wichtig wäre es, sich in einer Klinik, die auf Demenz spezialisiert ist, untersuchen zu lassen. Hier in Ulm etwa, wo Sarah für heute fertig ist mit ihrer Arbeit. Ja, ich bin zufrieden, aber ich gehe hier eigentlich immer raus und habe das Gefühl, ich hatte nicht genügend Zeit. Das ist leider immer so, bei so einer Arbeit, wo man ja die Patienten auch irgendwie gut versorgen will, ist es immer so. Und ich habe nur eine halbe Stelle. Das muss ich einfach auch sagen, durch diese Doppelfunktion als Musikerin, / Autorin und hier in der Klinik werde ich dem hier eigentlich nie so richtig gerecht, zumindest habe ich das Gefühl, aber so ist es halt. Das eigene Gefühl halt. Das eigene Gefühl, genau. Da ist sie wieder, die Doppelfunktion, die ihr Leben beherrscht. In der Arbeit in der Klinik gibt Sarah alles, sie bringt außerdem ein sicheres Einkommen. Denn während Corona hat ihr ihre eigentliche Leidenschaft, die Musik, wenig eingebracht. Trotzdem will sie diese Zeit nicht missen.
Sie hat es auch genossen, mal zu Hause zu sein. In ihrem kleinen Häuschen in Gundelfingen, wo sie mit ihrem Mann und Kater Löwe lebt. Ein kleines Paradies, in dem sie in den vergangenen Monaten viel Zeit damit verbracht hat, zu schreiben. Ein Buch über ihre ganz persönliche Geschichte mit ihrer Oma und den Erfahrungen mit ihren Patienten. Ich hatte schon lange den Wunsch, etwas meinen Angehörigen, also den Angehörigen meiner Demenzpatienten zurückzugeben, denen Hilfestellung ganzheitlich anzubieten, denen wirklich von vorne bis hinten mal alles zu erklären zum Thema Demenz. So, dass es jeder versteht, dass jeder in jedem Zeitpunkt der Erkrankung weiß, was zu tun ist. Und dann habe ich ein Buch drüber geschrieben und das verknüpft mit der Geschichte meiner Oma, weil ich die als Anfang 20-Jährige auch begleitet habe durch die Erkrankung und war damals komplett überfordert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen bin ich auch eigentlich erst in den Beruf gegangen. Und jetzt mit meinem Wissen nach 10 Jahren war es an der Zeit, das aufzuschreiben. Sie möchte, dass es anderen nicht so geht wie ihr. Sie sollen wissen, wann Zeit ist, Hilfe zu holen und wo man Hilfe bekommt. Ich meine, ich erlebe unfassbar viele dramatische Geschichten. Ja? Die Familien kommen ja zu mir oft in einer Notsituation, weil sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Ich hatte einmal eine Patientin, die ganz jung an Demenz erkrankt ist, die noch kleine Kinder zu Hause hatte und die aufgrund der Schwere der Symptomatik einfach nicht mehr zu Hause leben konnte. Die Kinder haben das auch nicht ausgehalten. Und dann kam sie in ein Pflegeheim, wo wirklich die Frau ganz schlecht betreut war, wo sie super unglücklich war und am Ende ist die Frau ganz, ganz bitter verstorben, weil sie sich während des Essens verschluckt hat. Und dass sie da verstorben ist, lag nur daran, dass zu dem Zeitpunkt zu wenig Personal da war. Und das sind so Geschichten, da bleibt einem wirklich die Spucke weg. All diese Erfahrungen hat sie niedergeschrieben in ihrem Buch, das sie bisher nur auf dem PC gesehen hat, nie gedruckt, gebunden. Bis es endlich im Briefkasten lag. Ich habe es selber vorhin noch nie gesehen. Oh mein Gott! Jetzt muss ich nicht mal stellen, weil das ist voll der krasse Moment. Ich meine, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch geschrieben. Oh mein Gott. Wahrscheinlich mache ich es jetzt auf und finde sofort einen Rechtschreibfehler. Dann flippe ich aus. Das ist Reporterglück, wenn ihr es weiß. Voll geil. What a moment. Man muss sich das mal vorstellen. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr jeden Tag wie 8 Stunden dran gehockt und habe geschrieben. Das war voll die krasse Zeit, wirklich. Und dann auch noch so persönliche Sachen. Das war schon. Bam! Wow. Alter Schwede. Hammer. Krass. Wie meine Großmutter ihr Ich verlor und ich dabei mich selbst fand. Meine Großmutter war 77 Jahre alt, als sie eines Nachts fast ihr Leben und komplett ihr Ich verlor. Was damals wirklich geschehen ist, weiß bis heute niemand so genau. Fakt ist, dass sie ihr Bett verlassen hatte. Zur Ruhe kommt Sarah, wenn sie Klavier spielt, ihre Liedtexte schreibt. Heute ist dein Hochzeitstag. Das Thema Demenz verliert sie auch in der Musik nicht aus den Augen. Das Lied Schwalben hat sie geschrieben für Angehörige, die einen Demenzkranken pflegen. Ja, eigentlich so als Hommage an Leute, die einen geliebten Menschen an die Demenz verlieren, die mit jemandem zusammenleben und lieben, der eigentlich nicht mehr da ist, obwohl er noch da ist. Und ich finde, das sind ganz starke Leute. Ich meine, das ist eine große Entscheidung, jemanden zu Hause zu pflegen. Es ist auch immer eine sehr traurige Sache, wenn jemand an Demenz erkrankt. Und die Leute haben für mich zu wenig Gesicht in der Öffentlichkeit. Und deswegen wollte ich mit diesem Lied denen ein bisschen ein Gesicht geben. Und das Lied hat sich wirklich von selber geschrieben. Das sind seltene, magische Momente als Musiker, wenn man sich hinhockt und dann passiert's einfach. Mit ihrem Buch »Als meine Großmutter ihr Ich verlor« »Als meine Großmutter erkrankte« veränderte sich auch unsere Beziehung. Und mit ihrer Musik tourt sie jetzt durch ganz Deutschland, um mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit Demenz zu schaffen. Herbst, zieh in die Schwalbe.